Hey, der Bärbänger Ritter Dominik hier. Heute habe ich 5 Anfängerfehler, die ihr vermeiden könnt, die neue Leute im Mittelalter und im Reenactment-Hobby gerne machen. Viel Spaß! So, Punkt Nummer 1, Gürtel überladen. Sieht man bei neuen Leuten im Hobby leider relativ häufig, die packen sich immer ihren ganzen Hausstand an den Gürtel. Das sieht man in den Quellen leider weniger. Da ist es vielleicht mal ein Beutelchen, da ist es vielleicht mal ein Messer, da ist es vielleicht mal eine Gürteltasche. Aber leider ist der nie so überladen wie bei Batman. Und viele Einsteiger im Hobby versauen sich leider ihre eigentlich ganz gute Ausstattung und ihr gutes Gesamtbild damit, dass sie halt einfach ihren kompletten Hausstand am Gürtel mit dabei haben. Deswegen, da ist weniger mehr. Packt das Nötigste ran, ein Beutelchen für Geld, das Messer, wenn ihr als Handwerker unterwegs seid oder so, und dann wird alles gut. Punkt Nummer 2, dem alten Hasen aus der Gruppe alles nachmachen, ohne das zu hinterfragen. Ja, sieht man leider auch relativ oft, der wird dem besten und ältesten Mitglied aus der Gruppe alles blind nachgemacht, da werden die Quellen nicht hinterfragt und ja, vielleicht kopiert er dadurch Fehler, die er selber gemacht hat, weil er selber nicht besser weiß oder weil er selber dieses Stück selber noch nicht ausgetauscht hat gegen was Passenderes. Deswegen eigenes Quellenstudium, wirklich wichtig. Lasst euch inspirieren von euren älteren Gruppenmitgliedern, lasst euch Input geben, fragt aber auch nach den Quellen, warum macht er das so, woher hat er das. Das bringt den alten Hasen weiter, weil er seine eigenen Quellen vielleicht nochmal hinterfragt, aber euch auch, weil ihr werdet selber im Quellenstudium immer fester. Punkt Nummer 3, Helme von der Stange. Ja, richtig gute Helme können leider sehr teuer sein und ich weiß, am Anfang ist die Versuchung besonders groß, sich für 100, 150 Euro, vielleicht auch weniger, einen Helm bei irgendeinem Online-Shop oder bei einem Händler auf dem Markt zu kaufen. Ja, leider passen diese Helme nie wirklich. Weder auf euren Kopf, noch in das Jahrhundert, das ihr vielleicht versucht darzustellen. Und vor allem, als Bonustipp, diese Helme dann einfach so, wie sie sind, zu verwenden. Ja, das sieht leider genau danach aus, nach günstigen Helmen von der Stange. Deswegen als Tipp, schraubt den Helm vielleicht nach hinten, schaut, dass ihr euch vielleicht was bisschen Hochwertigeres organisiert. Oder aber, wenn es ein Helm von der Stange sein muss, weil ihr leider ein kleines Budget habt oder auch einfach nicht mehr ausgeben wollt für einen Helm, ihr könnt so einen Helm von der Stange auch echt ein bisschen aufhübschen, indem ihr einfach ein bisschen ransetzt, die Oberfläche ein bisschen nachbehandelt, vielleicht das Inlay tauscht. Da kann man echt ein bisschen was machen. Und wenn euch mal interessiert, wie man für 60 bis 70 Euro ungefähr einen, relativ passenden Helm zaubern kann, schreibt mir das mal runter in die Kommentare, dann mache ich euch was fertig. Punkt Nummer 4, moderne Bilder als Vorlagen nehmen. Es gibt ja wirklich ganz tolle Bücher da draußen. Mir fallen da so spontan die Bände von Osprey ein oder ich habe jetzt mal hier stellvertretend die deutschen Versionen von den Ospreys. Die enthalten, wie ihr jetzt ja auch hier schon auf den Covern seht, solche Illustrationen von historischen Sachen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel von den Johannitern, dann allgemein über Kreuzritter, die Ritter der Normandie. Das sind eigentlich ganz nette Bücher und die Illustrationen sehen auch meistens richtig gut aus. Bei der deutschen Variante, die kosten so um die 10 Euro das Stück. Die enthalten auch jeweils 2 Osprey-Bände. Das ist sogar eigentlich ein relatives Schnäppchen. Die Osprey-Bände kosten 15 bis 20 Euro das Stück. Die sind für den Anfang super, also ich kann euch die nur empfehlen, wenn ihr vielleicht neu im Hobby seid und noch nicht ganz wisst, was ihr vielleicht machen wollt, welches Jahrhundert euch interessiert oder was genau. Vor allem für, ich sage jetzt mal, militärische Darstellungen sind diese Bände echt super. Die haben allerdings nur ein Problem. Diese gemalten Bilder sind leider okay, aber nie hundertprozentig quellennah. Da ist oft was rein interpretiert oder einzelne Sachen sind verallgemeinert worden und damit reingepackt worden. Deswegen kopiert diese Bilder nicht einfach eins zu eins. Schaut in die Texte, was steht dafür, was die Quellen dafür sind. Sucht selber noch nach Quellen. Habt ihr historische Abbildungen? Gibt es Funde zu den Sachen oder? Betreibt da bitte Quellenstudium und kopiert nicht einfach diese eigentlich ganz toll gemalten Bilder eins zu eins, sondern schaut euch nochmal die Quellen an. Aber die Bücher, vor allem wie gesagt, die deutschen Bände, 10 Euro das Stück für quasi 2 Osprey-Bände in einem. Für den Anfang, für den ersten Überblick sind die super. Aber dann bitte geht tiefer ins Quellenstudium hinein und dann wird das auch was. Und damit wären wir auch schon beim 5. und letzten Punkt angelangt. Punkt Nummer 5, bunte Handnähte. Ja, das sieht man leider bei, ich würde es mal fortgeschrittenen Einsteiger nennen, häufiger, dass wenn dann schon die ersten Sachen mit der Hand genäht werden oder zumindest die Sichtnähte, also zum Beispiel die Nähte am Kragen oder am Saum, die mit der Hand genäht werden, dass da andersfarbiger Faden verwendet wird, als der Oberstofffarbe hat. Und das ist leider meistens falsch. Gewöhnt euch einfach an, Garn zu verwenden, was dieselbe Farbe hat wie der Stoff, den ihr gerade vernäht, und ihr seid damit eigentlich immer richtig unterwegs.
Wenn ihr mal Quellen habt dafür, dass andersfarbiges Garn verwendet wurde, dann verwendet es, aber dann habt ihr auch Quellen dafür und dann seid ihr meistens schon so tief drin, dass ihr wisst, was ihr da tut. Wisst ihr das nicht und ihr wollt einfach tendenziell jetzt einfach mal was mit der Hand nähen, benutzt einfach möglichst gleichfarbiges Garn, so kleine Farbnuancen machen überhaupt nichts und sieht man meistens auch nicht unbedingt, aber ihr solltet zumindest blau mit blau nähen, rot mit rot, gelb mit gelb. Das ist schon mal auf jeden Fall besser als diese bunten Handnähte, damit man auch zeigt, ja, ich habe mit der Hand genäht. Und das waren auch schon 5 Anfängerfehler, die ihr vermeiden könnt. Ich packe euch unten in die Videobeschreibung noch ein paar anfängerfreundliche Bücher, die euch vielleicht interessieren könnten. Und den Link zum Podcast Maultrommel, den Sebastian Völk und ich zusammen haben. Da könnt ihr auch noch vielleicht den einen oder anderen Tipp rausziehen. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.